Der Radio Pilatus Hömmli-Dusch mit landwirtschaft.ch. Hallo zusammen, hier ist der Kaspar Vandeven aus der Radio Pilatus Nachrichtenredaktion. Hinter mir seht ihr es. Der Traktor ist bereit und etwas, was halt dazu gehört, das Güllen. Und da soll ich jetzt mal mithelfen. Ich bin den kleinen Traktor vorher schon gefahren. Jetzt geht es in den grossen Traktor und jetzt schauen wir einfach mal, wie das rauskommt. Der Lehrling von Patrick Unternehr, der hockt schon am Steuer. Der wird mir jetzt ein bisschen Tipps geben, wie das geht und wir natürlich auch schauen, dass wir die Gülle am richtigen Ort ablösen und nicht irgendwie am falschen. Weil jetzt muss ich mir halt immer überlegen, da hinten hängt. Patrick, was hast du gesagt? 14 Tonnen ist das da hinten etwa? 14, 15 Tonnen plus. Er ist ja wahrscheinlich auch noch etwa 50 Kilo, das darf man ja auch nicht vergessen. Und der Traktor selber ist auch noch 5 Tonnen. Ich durfte jetzt eine Länge lang zuschauen, wie das der Joel, gell? Ja. Wie das der Joel gemacht hat. Ich habe mir probiert zu merken, wie das geht. Die Wiese ist noch ein Stückchen vor uns, wir haben noch ein bisschen Güller im Tank und das ist jetzt, glaube ich, mein Auftrag. Darum probieren wir das. Ich gebe mal das Mikrofon eins rüber und ich würde sagen, Marco, begib dich in Sicherheit. Ja, Kaspar van der Ven, hast du deine Runde gedreht? Wie ist es gegangen? Es ist also noch schwierig. Also was ich als Schwierigste gefunden habe, ist, schauen, dass die Abstände noch stimmen. Wir sollen ja nicht dort güllen, wo wir schon gegüllt haben. Es soll ja noch mit Neues gegüllt werden. Er hat mich da immer gerade korrigieren können, wo es durchgeht. Ich habe den Blick einfach noch nicht ganz so. Jetzt geht es zurück auf die Strasse. Jetzt übergebe ich aber wieder im Joel, weil mit so einem riesen Gerät hinterher haben wir eben vorher gesagt, er ist im ersten Lehrjahr, vielleicht können wir das auch noch schnell sagen, und fahrt mit so einem Traktor rum, seit er 14 ist.